Hallo ihr Lieben, ja, weiter geht's mit dem nächsten Park auf unserer Liste und das ist der Moviepark. Ja, der Moviepark wurde 1996 eröffnet als Warner Brothers Movieland oder Moviepark. Und liegt, wie gesagt, in Bottrop-Kirchhellen, NRW. Der Moviepark hat eine sehr, sehr lange Vergangenheit davor schon. Er war der Kirchhellener Märchenwald, der Traumlandpark, die Bavaria Filmstudios wurden dort untergebracht. Und danach halt, wie gesagt, 1996 als Warner Brothers Movie Park, nicht Movie World, Movie Park, eröffnet. Und die ist hier leider auch nicht sehr lange, aber der Park ist bestehen geblieben und heißt nun Movie Park. Wie gesagt, er ist 45 Hektar groß und im Besitz der spanischen Firma, sorry für die Aussprache jetzt, aber Parques Reunidos oder so. Ja, das Parken vor Ort schon mal, um direkt wegzunehmen, kostet 8 €. Jedoch auch die öffentlichen Verkehrsmittel fahren dorthin. Man kann von der RE14, der RB43 auch direkt am Park aussteigen. Die Haltestelle heißt Feldhausen. Ich habe es schon öfters gesehen. Ich komme ja zwar nicht gebürtig aus dem Ruhrgebiet, habe aber lange dort gelebt und bin öfters dran vorbeigefahren. Der Bus aus Oberhausen ist der X42, der dort hält, und von Bottrop der 267er. Der Movie Park öffnet von März bis November von 10 bis 22 Uhr und vom 10.11. bis 12.11. von 10 bis 22 Uhr. Dann gibt es im Dezember verschiedene Öffnungstage. Da guckt ihr bitte auf die Homepage vom Moviepark. Da ist der Moviepark von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise ohne Gewähr, sage ich direkt. Kinder von 4 bis 11 Jahren 51,90. Erwachsene 56,90. Senioren ab 65 plus 29,90. Dazu kommen die Jahreskarten Bronze, Silber, Gold und Platin. Die bronzenen 79,90. Die silbernen 99,90. Die Gold 119,90 und die Platin 149,90. Ein offizielles Parkmaskottchen gibt es nicht mehr. Früher waren es die Looney Tunes, eine Zeit lang. Dann kam Power Patrol dazu. Aber wie gesagt, offizielles Maskottchen gibt es für den Moviepark eigentlich nicht. Bekannt ist nur die Filmdose, zu der ich leider keinen Namen finde oder gefunden habe. Es gibt in Bottrop und Bottrop-Umgebung auch einige Hotels, die mit dem Moviepark zusammenarbeiten, falls ihr euch nicht nur einen Tag dort aufhalten wollt. Der Park ist eher was für ältere Kinder. Durch die ganzen Filmattraktionen, aber auch kleine finden sich gut zurecht, würde ich sagen. Dann habe ich die Information bekommen, dass On-Rides nur in Begleitung gefilmt werden dürfen, falls ihr euch da mal drauf einlasst. Und es bedarf teilweise eine Genehmigung, dort zu filmen. Es gibt aber auch, wie ich jetzt schon öfters gehört habe und auch vom Park die Information habe, Tage, wo auch Influencer sich in dem Park aufhalten dürfen und der Park nur für diese geöffnet ist. Nun zu den Attraktionen. Es gibt verschiedene Länder auch dort.
Das ist das Federation Plaza, the Hollywood Street Set, Streets of New York, the Old West, the Hollywood Studio Set, was zur Street sehr schöne Differenzen aufbietet, das Santa Monica Pier und das Nickland. Im Moviepark selber werden diverse Shows aufgeführt. Es gibt auch eine wunderbare Stunt-Show, für die sie sehr bekannt sind. Früher unter dem Thema Police Academy. Jetzt im Moment habe ich keinen richtigen Bezug dazu mehr und ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie jetzt heißt. Dann gibt es diverse Meet and Greets mit Puff Patrol und so weiter und so fort. Es gibt die Wasserschlacht SpongeBob Splash Bash. Dann Excalibur's Secret of the Dark Forest Rafting. Pierside Carousel, ein Wellenflug. Ghost Chair, eine Achterbahn. The Bandit, die Holzachterbahn des Parks. The High Fall, der Freifallturm. Ja, der Moviepark selber ist für mich eigentlich so ein Park, der lange Tradition hat, sich sehr, sehr gewandelt hat in den Zeiten und der auch interessant ist zu besuchen. Nur ob es wirklich ein Park für kleine Kinder ist, wie ich schon gesagt habe, ist so eine Sache. Wer sich mehr mit Filmen und mit den ganzen Macharten und so weiter auskennt oder Ahnung davon ein wenig hat, fühlt sich dort wohl. Es ist halt noch ein bisschen von den Bavaria Filmstudios halt übernommen, das Ganze. Ein richtig schöner Filmpark. So, das war das kleine Videochen zum Moviepark. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sende liebe Grüße. Hoffe, ihr drückt die Glocke, abonniert den Kanal und lasst einen Daumen da. Bis dann. Eure Suse.